Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Hellblade Senua's Sacrifice. Wir haben letzte Folge damit beendet, dass wir vor diesem ominösen Baum standen. Und was es mit diesem merkwürdig verformten Stück totem Holz auf sich hat, das finden wir jetzt heraus. Letztes Mal haben wir erfahren, dass die sich irgendwie bei diesem Baum wohl kennengelernt haben. Außerdem hat sie wohl das Kämpfen dadurch erlernt, dass sie Dillian zugeschaut hat. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich mich hierauf fokussieren könnte, aber nein. Ich entschuldige mich, falls ich etwas müde wirken sollte. Die Uni hat wieder angefangen und sagen wir mal, mein Schlafpensum ist etwas im Keller. Das Wasser ist so eine interessante Mischung aus fast schon Fotorealismus und eher nicht so. Also die Gicht hier wirkt teilweise super gut und teilweise eher so semi. Also, egal, sieht trotzdem geil aus. Okay, mal schauen, was man uns jetzt erzählt. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Was ein fieser Cliffhanger. Ich möchte jetzt natürlich wissen, was mal in der Welt mit diesem She-Wolf los ist. Ich bin aber immer noch verwundert, dass ich dahin nichts anklicken konnte, denn, also nichts anfokussieren konnte, denn die Ausbuchtung war eigentlich die gleiche. Naja. Okay, der Baum sieht ja mal echt super cool aus. Das hat ja fast schon was von Tim Burton. Na, also, Nightmare Before Christmas mäßig, so vom Design her, so ein bisschen, oder? Erinnert mich an Woogie Boogie, oder wie hieß dieser, ja, dieses grüne Sackmännchen, das den Weihnachtsmann quält und mit Würmern gefüllt ist. Ja, ich glaube, das war irgendwas mit Boogie, Woogie, Woogie Boogie. Naja, egal. Ich muss ja sagen, dass ich gegen Ende des Sommers nicht so der Fan bin, dass auf einmal es wieder früher dunkler wird und so, aber
so langsam aber sicher stellt sich wieder so diese Halloween-Atmosphäre heraus und das mag ich ja super gerne. Ich werde versuchen, dementsprechend auch mehr Horror-Let's Plays hochzuladen, um diese, naja, für mich doch recht besondere Zeit des Jahres entsprechend zu würdigen. So, ich schaue nur noch mal schnell hier vorbei an diesen Steinen. Nicht, dass ich irgendwas verpasse, bevor ich in den Bauch der Bestie vordringe. Aber es scheint so, als wäre das der Weg, den ich jetzt einschlagen muss. Ja, schauen wir mal. Okay, also eine Art Hub-Welt jetzt, ähnlich wie man sie aus Dark Souls 3 oder Demon's Souls kennt. Ich hatte jetzt gehofft, ich könnte das Seil hier runterschmeißen, damit ich hier schneller hoch und runter kann, aber da bin ich jetzt. Aber auch wirklich gespannt, was sie sich überlegt haben, denn bis jetzt war die Story ja sehr stringent, aber diese ja, Herausforderung kann ich ja, wie ich annehme, in beliebiger Reihenfolge ausführen. Naja, schauen wir einfach mal rein. Zumindest weiß ich jetzt, warum ich mich vorhin nicht auf diese Dinger konzentrieren konnte. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Okay, und jetzt? Ich kann gerade nichts machen. Ah, okay, das war eine Ladezeit. Gut. Moment mal, das ist doch... Aha! Das ist das Gebäude, was ich vorhin meinte. So eine abgefackelte goldene Halle. Ne, hier so Herr der Ringe Rohan-Style. Irgendwo zwischen
Wikinger, Langhaus und so keltischem, ja, wie heißen die Gebäude nochmal? Ja, diese etwas höheren Gebäude halt. Ist übrigens gerade zoppenduster hier, ich sehe kaum was. Das jetzt ein Blickwinkel jetzt oder so blüht. Okay. Oh, cool. Okay. Man kann zwischen den Zeitachsen hin und her springen. Wo ist der Baum? Ja, der sieht auch nicht ganz so düster aus. Wobei die geschrotteten Schiffe sind immer noch da, aber... Ja, das Pferd sieht ähnlich aus. Die Brücke ist ganz. Das Gebäude ist ganz. Dann schauen wir uns mal an. Das ist ja mal eine ganz coole Idee. Da hätte ich wieder nicht mit gerechnet. Also, das Spiel erwischt mich in einem recht konstanten Rhythmus immer wieder eiskalt. Mit Elementen, die ich so nicht erwartet hätte, also... Aha. Runen finden. Okay. Ah, Runen finden. Wenn ich raten müsste, würde ich... sagen, dass die Rune vielleicht in der anderen Zeitzone zu finden ist. Und ich denke, das probiere ich auch gleich mal aus. Indem ich mich nochmal auf diese Maske konzentriere. Und schaue, was passiert. So. Okay. Okay, das ist ein bisschen doof, das hätte ich nicht erwartet, aber ich glaube, okay, ich habe es verstanden, sorry, das hätte ich auch gleich begreifen können, das gebe ich zu, ich war zu sehr... auf die Lösung des eigentlichen Rätsels fixiert, wobei das natürlich auch meinen Weg deutlich verkürzen wird, wenn ich jetzt diese Brücke da umlege. Los, lauf Mädchen, lauf! Ihr rechter Arm sieht ja
doch schon recht fies aus mittlerweile. Bin mal gespannt, wie sie dann am Ende des Spiels ausschaut. Denn ich glaube, rein vom Feeling her kommt da noch so einiges auf uns zu. Was? Wie bitte nochmal? Okay. Okay, krass. Wir haben also jetzt drei Zeitzonen, wie ich annehme. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Ja, Loki, der wurde aber, soweit ich weiß, auch irgendwann mal bestraft für das, was er so getan hat, nämlich von Odin, glaube ich, als er... Ah, was war es noch gleich? Es hatte was mit den... mit zwei Schmieden zu tun. Und die Schmiede haben... Okay, hier ist zu. Haben einmal das Pferd Sleipnir, glaube ich. War es Sleipnir? Jedenfalls ein oder zwei Objekte wurden von denen halt produziert, die nachher Odin... zugunsten kam. Und Loki wurde bestraft. Ich schau mal, ob ich die ganze Geschichte vielleicht für nächstes Mal wieder auftreiben kann. Dann bin ich vielleicht nicht ganz so verunsichert. Denn es ist natürlich immer etwas schwerer, wenn man eine ganze Menge dieser Geschichten kennt, diese in Einklang miteinander zu bringen. Okay, ich glaube, ich finde das F so schnell nicht. Und ja, weil ich eben gerade schon wieder Probleme habe, diese Rune zu finden, ist leider auch die Zeit für heute schon wieder um. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, dass ich diese Rätsel manchmal nicht gleich auf Anhieb lösen kann. Ich würde Besserung geloben, aber ich mache es ja nicht absichtlich. Nun ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und dann hoffe ich, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und tschüss.